Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal wieder mal. Und heute habe ich hier im Kameramuseum zwei junge Kerle gefunden, die auch mal in die analoge Fotografie einsteigen wollen. Die stehen hier. Und das Schöne ist, die haben noch nie einen Film gemacht, also eine analoge Kamera mit Film bedient. Und da gehen wir nachher mal und schauen, wo wir das machen können. Noch dazu muss ich sagen, das sind meine 400 und 401. Abonnenten. Das hat sich nämlich rausgestellt. Und deswegen haben wir uns hier im Kameramuseum getroffen. Und by the way, das Ziel für dieses Jahr sind 600 Abonnenten. Also haltet euch ran und abonniert endlich mal den Kanal. Wie seid ihr denn drauf gekommen, euch sowas mal anzuschauen? Interessiert euch das? Seid ihr beeindruckt von meinen Fotos, die ich immer gemacht habe? Und von der Bedienung von den Kameras, oder? Natürlich, ja. Ja? Ja. Und was wollt ihr ausprobieren? Eine Kleinbildspiegelreflexkamera? Ja. Ja? Vielleicht Pentax oder Minolta oder mit einer Nikon? Wäre das okay für euch? Ja. Ja? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder raus aus dem Kameramuseum und suchen uns mal irgendwo einen tollen Fleck, wo wir das machen können. Ja. Freut euch schon drauf? Ja, klar. Natürlich. Cool. Hey, Domi und Kevin, jetzt sind wir ja endlich hier. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, ne? Bleib doch mal stehen kurz. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, wir waren ja neulich, haben wir uns getroffen im Kameramuseum und weil Wetter war ja so schlecht, und dann haben wir gedacht, wir gehen jetzt hierher und schauen uns mal Landshut an und überlegen uns, ob wir nachher noch zur Burg hochgehen. Das seht ihr ja schon, wie schön die im Licht ist, und ich glaube, wenn wir da hochgehen und ein paar Bilder machen, ist ganz schön. Aber ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir erstmal den Film einlegen in die Kamera. Und ihr habt ja eure beiden Kameras dabei, die schauen wir uns gleich näher an. Setzt euch hin. So, was haben wir denn für Kameras dabei? Ihr habt beide schon eine schöne Kameratasche dabei. Also ich habe eine Pentax dabei, eine Pentax ME mit einem 50 mm weit Normalobjektiv dabei. Und ich glaube, ich habe für uns alle ja einen Fomapan Film eingesteckt, einen 100 ASA Film. Kleinbild, 36 Aufnahmen. Kevin, was hast du dabei? Ich habe einen Nikon. Zeig mal. Ah, eine Nikon F301 mit Sonnenblende und Zoom-Objektiv. Cool. Was haben wir für einen Zoom, Kevin? Weißt du es noch? 28 bis 70. 28 bis 70, ja. Hast du dabei. Steht jetzt auf Blende 22. Ich stelle es gleich mal auf Blende 5,6, damit wir nicht zu lange Belichtungszeiten haben. Wunderbar. Und was hast du dabei? Eine Minolta. Ah, eine Minolta X700. Na, das ist natürlich ein Schmuckstück. Mit Zeitautomatik, aber auch Tausendstel bis eine Sekunde. Wunderbar. Und auch ein Zoom dabei. 28 bis 70. Also wie du auch, Kevin? Ja. Ja? Dann würde ich sagen, tun wir jetzt den Film wechseln. Ja. Könnt ihr mal eure Filme aufmachen? Bam. So? Bam. Dann die Filmdose raus. Auch für euch das erste Mal. So, jetzt. So, Kamera hinten aufmachen. Ach, darf ich die jetzt klauen? Du brauchst bei deiner, glaube ich, ja nur einlegen, Kevin. Wir können ja mal eine nach der anderen machen. Bei Jeff ist so, ich halte sie dir. So, dann legst da den Film ein. So rum, oder? Ja. Ja, so. Und wie weit musst du ziehen? Bis zum roten Strich. Genau. Das geht nicht rein. Du zuerst auf der Seite einlegen? Ach, stimmt. So rum. Nicht auf den Verschluss langen. Meine ich. Mhm. So. So, und nicht da drauf langen. Genau, und jetzt zuklappen. Das hier wieder runter, einrasten. Und einmal drauf drücken. Jetzt nicht mehr aufmachen, jetzt ist der Film drin. Ab jetzt kannst du Bilder machen. Okay. Also bei dir ist anders, einfach nur hier einlegen, rüberziehen und dann müssen wir dreimal auslösen. Jetzt hat. Oder? Das ist ziemlich knapp, oder? Na, schauen wir mal. Was meinst du mit knapp? Dann warte, zieh mal ganz leicht an. Dreht sich schon. Ja. Ja, und macht zu. Runter. So, und jetzt aufziehen, auslösen. Und warte, ich mach vorne auf. Dann genau. So, runter. Und nochmal. Es steht schon auf 1. Es steht auf S. Ja, weiter. Noch einmal. Und wahrscheinlich ist jetzt schon das erste Bild. Ach, stimmt. Erstes Bild ist jetzt zumindest fertig. Du kannst jetzt noch deinen Film einstecken, damit wir wissen, was du für einen Film drin hast. Bei dir geht's nicht, bei dir können wir ja, aber hier, bei dir können wir ja hier reinschauen. Ja. Ne? Und schau mal, da ist auch so eine Anzeige mit den blauen Streifen. Ja. Wenn die rot werden, dann ist der Film bald alle. Okay.
So, oder? Ja, perfekt. So, jetzt muss ich noch machen. Wir warten immer nur auf dich. So, bei mir ist es ähnlich. Ich schieb das da rein. Ups, na, ich kann es auch nicht. Verdammt. Was soll ich halten? Für Dummies. Ich gedacht, ich kann es wenigstens. Weiter auf der Seite reinschieben. Wahrscheinlich. Ah, weiter reinschieben. So. Und drüber. Ich gehe bei mir auf mein mechanisches Hundertstel. Einmal, zweimal und auf jeden Fall sicher. Ihr habt beide auf Automatik. So fangen wir vielleicht erstmal an. Blende gehen wir mal mit 5-6. Ihr habt beide Zooms. Ja. Hier ist der Zoom-Drehring, ja. Da könnt ihr den Ausschnitt bestimmen, also den Bildwinkel. Und da die Schärfe. Da ist die Schärfe und innen drin habt ihr ein Schnittbildentfernungsmesser. Das heißt, ihr müsst schauen, dass die Linie aufeinander kommt. Ja. Ja. Gut, an einer Kante, am besten an einer vertikalen Kante. Ja. Ihr macht es jetzt zum allerersten Mal. Ich habe ja schon ein paar Mal einen Film oder mit der Kamera fotografiert. Das ist so ein bisschen eine Challenge. Anfänger gegen Beginner, Profi gegen Amateur. Sowas in der Art, ne? Aber wir machen nachher keine Challenge, wer das beste Bild hat. Dann fangen wir vielleicht an. Wir machen ein Bild von der Martinskirche. Ja. Vielleicht von diesem Baudenkmal hier. Ja. Und dann noch ein Bild irgendwo von da hinten. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Burg hoch. So, was willst du zuerst fotografieren? Den Baum. Die Kirche. Die Kirche. Und Kevin, du? Die Kirche. Auch. Na, dann macht mal. Hochformat oder Querformat, könnt ihr euch überlegen. Und immer dran denken, Vordergrund macht Bild gesund. Echt? Ja. Also mit den Bäumen fotografieren. Zum Beispiel. Aha, und gleich wieder aufziehen. Immer schussbereit sein. Ja. Gut. Kannst du nicht, gell? Weil du hast ja einen Motor drin bei deiner Kamera. Ich kenne es nicht. Genau. Alter. So. Stopp zu bleiben. Dankeschön. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. Wenn ihr da mal schaut, der Schatten. Ja. Alter, das sieht aus wie ein Monster. Ja, oder hier auch da seitlich so mit den Schatten, die da so rüberkommen. Vielleicht findet er da eine tiefe Perspektive oder irgendwas Schönes. Ja, das nenne ich doch mal Einsatz. Ihr könnt ja mal schauen, was, wenn ihr an einer Stelle steht, wie zum Beispiel jetzt da, wo die Kamera steht, was es für einen Unterschied macht, mit 35 mm oder mit 70 mm zu filmen, zu fotografieren. Ja, vielleicht mehr so ein bisschen von da, wenn ihr wollt. Und dann da mal so rüber, im Hochformat oder im Querformat. Ihr müsst nicht gleich ein Bild machen, aber ihr könnt mal schauen, wie die Bildwirkung ist. Wenn es euch gefällt, dann macht halt. Wenn es euch gefällt, dann macht halt ein Bild. So, dann schauen wir uns mal die Burg an. Die liegt jetzt wunderbar im Licht. Da könnte man jetzt noch von hier unten ein Bild von der Burg machen. Habe ich schon. Aber jetzt passt auf. Was dann später auf den Bildern stört, das sind zum Beispiel diese Leitungen. Das heißt, von hier aus ist jetzt zwar recht schön, aber ich werde jetzt trotzdem auf die andere Seite von der Wiese gehen, weil ja, mich da diese Leitung das stört. Ne? Dass wir hier die Burg dann haben und die Martinskirche vielleicht sogar mit dem Mond. Mal schauen, ob das funktioniert. Ah, von hier. Ja, genau. Oder ihr wechselt mal euer Tele und geht mal voll mit dem Tele rein. Ja, komm. Ich habe meinen Deckel verloren. Es wird schon langsam eng auf der Ablage da oben. Ne? Ja. Was hast du jetzt für ein Tele drauf? Ein Schiebezoom? Ja. Bis 300. 70, 300. Okay. Ja. Ja, dann schaut als erstes auch, dass die Blende wieder auf kleine Blende eingestellt ist. 5,6. 5,6. Okay. Da steht jetzt hier vorne drauf, das hat Blende 1 zu 4,2 bis 5,8. Wenn du jetzt hier gleich auf 8 gehst, hast du immer die gleiche Zeit. Ja. Ja? So. Und jetzt kannst du mal versuchen, auf den Mond scharf zu stellen. Welche Blende sollen wir noch einstellen? 8.
Mhm. Ja, so genau. Du hast auch schon Blende 8 eingestellt. Und da unten? Welche sind eingestellt? Ne, hier die gelbe nehmen wir. Ne? Ja. So, Blende 8 und da kannst du schieben. Du hast auch einen Schiebezoom. Ja. 210 mm bei dir. Und bei Domi war es? 300. Auch der. Noch mehr Tele. Alter ist das. Ja, scharf stellen könnt ihr vielleicht auch auf die Kirche zur Not. Ja. Habe ich schon gesagt. Gut. Und ich schnapp mir jetzt auch mal den Mond. Bis gleich. Wir sehen uns oben auf der Burg. Jetzt sind wir schon bei der Burg. Klasse. Schaut mal hier, das ist alles jetzt schön beleuchtet. Und ihr müsst beim Fotografieren natürlich immer darauf achten, dass wir so rum vielleicht stellen, richtig belichtet sind. Also nicht nur wir, sondern dass natürlich auch unser Motiv richtig belichtet ist. Und deswegen schaut es eigentlich schon von hier ganz gut aus. Wir können eigentlich schon wieder die Kameras rausholen. Und überlegt euch mal, wenn ihr eine Postkarte machen müsstet, wie man jetzt am besten das machen würdet. Zum Beispiel Weitwinkel oder Tele, ganz normal. Okay. Aber ich würde vielleicht jetzt mal mit dem kleinen Zoom, mit dem 28 bis 70 mm. Muss erst mal ausbauen. Dann genau. Halt ja, dann muss halt wechseln. Genau, das ist halt so bei einer Spiegelreflexkamera, dass man öfter mal wechseln muss. Hey Kevin, das nenne ich jetzt aber mal Einsatz. Da bin ich mal gespannt, wie dein Postkartenbild wird. Hier vorne ist jetzt das, das Tor, das liegt jetzt so stark im Schatten, da würde ich jetzt zum Beispiel gar kein Bild machen. Ja, ja. Nee, nee, weil das wird nachher nur ein dunkler Fleck. Und bei Schwarz-Weiß, wir haben ja einen Schwarz-Weiß-Film drin, müssen wir schon immer schauen, dass wir auch Kontraste haben, also helle und dunkle. Und das wird nur so ein matschiges Bild. Gehen wir mal weiter. Ja, auch da ist wenig Licht drin. Aber wenn wir so noch 10 Meter gehen, dann drehen wir uns mal um. Oft hilft umdrehen. Ah. Auch nicht viel Licht, aber besten, oder? Aber da kann man ein schönes Detail machen, vielleicht. Den Garten da oben, der blaue Himmel, das schaut ja schön aus. Kevin, du holst dir bestimmt den Vordergrund, oder? Ja. Ah, dachte ich mir. Ihr fotografiert das Loch, ja? Das sind noch schöne, andere schöne Löcher, gell? Müssen wir mal gucken. Ja. Was macht ihr zwei Jungs? Tiefe Perspektive und den Weg fotografieren. Ja, cool. Auf was wartet ihr? Wir warten, dass die Leute wechseln. Ah, okay. Das hilft oft nicht. Du musst versuchen, die Leute einzubauen, zur Not. Vielleicht genau dann, wenn sie unter dem Bogen durchgehen. Voller Körpereinsatz. Ja, natürlich. Ja. Fertig. Ah, schaut mal. Und hier die Burg. Wenn wir aber den anderen Fotografen nicht im Weg stehen, dann müssen wir noch kurz warten. So, jetzt, was sagt ihr hier zu dem tollen Panorama? Das liegt ja wunderbar da. Das Panorama, was wir hier sehen, es ist so ein bisschen Schatten, ein bisschen Sonne. Der Schatten, der bringt Tiefe rein. Dann schaut mal, ob ihr ein Bild machen könnt, wo ihr vielleicht das Geländer hier, also die Brüstung, als Leading Line nennt man das, als Führungslinie nehmt. Weil er hat meinen Platz geklaut. Also, du möchtest auch die Leading Line da fotografieren? Ja, der hat meinen Platz geklaut. Wir müssen jetzt gleich noch mal klären, warum du mit meiner Kamera fotografierst, Domi. Weil unser Publikum wird hier wahrscheinlich ganz durcheinander kommen. Dummerweise ist deine Minolta X700 natürlich gerade abgekackt, sozusagen. Ja? Wir wissen nicht genau, warum. Batterie funktioniert, die Kamera löst nicht mehr aus, ganz komisch. Hatte ich bis jetzt noch nie bei der X700. Deswegen fotografierst du jetzt einfach mit der ME, mit der Pentax ME weiter. Ja. Okay? Ja. Gut, alles klar. Also im Gegensatz zum Kevin, der ja jetzt 28 mm Weitwinkel hat, hast ja du nur noch
50 mm Normalbrennweite. Das heißt, du solltest vielleicht schauen, dass du dir bestimmte Details raussuchst. Also könnte man zum Beispiel vorstellen, schauen wir, ob man so eine schöne Dachkontur findet oder sowas. Ne? Mit der Fahne. Kevin kann Weitwinkelaufnahmen machen beim Fahne fotografieren, gell? Da muss man so lange warten, bis der Wind die Fahne schön stellt. Also wenn man sie fotografiert. Wisst ihr, was wir mal probieren? Wir machen mal eine Gegenlichtaufnahme gegen den Himmel. Das heißt, versucht mal hauptsächlich Himmel drauf zu haben, wenn man in die Richtung fotografiert, dass man das Rad hier dann so sehen. Eigentlich das als Ausschnitt, so ein bisschen von tief unten. Von hier geht es auch schön, direkt gegen den Baum, auf den Baum scharf stellen und dann gegen die Sonne. Oh, genau, gegen die Sonne. Und das macht er vielleicht mal mit Blende 16. 16 ja, kann ich nicht, oder? Doch Blende 16 kannst du einstellen. Oder. Vorne oder 22. Ja, das ist 16. So, 22 ist das hier, oder? Dann, ja. Genau, und dann ja, mach 16, weil dann gibt es einen schönen Stern vielleicht. Direkt gegen die Sonne. Oh. Ja, tut ein bisschen weh im Auge, ich weiß. Also was auch gut kommen kann, und natürlich wäre es schöner, wenn jetzt ein bisschen Licht drin ist, wenn man da diese andere Blende einstellen. Ja, dann müsst ihr jetzt auf Blende 3,5 oder sowas gehen, auf die kleinste Blende, die ihr habt. 2,8, oder? Ja, da gehe ich auf 3,5 oder so, ja genau. Das ist so. Und dann mal den Bereich da scharf stellen, sodass man eigentlich nur die Ziegel sieht zum Beispiel. Okay. Ja, also da kann, aber ihr wackelt jetzt zu stark. Weniger wackeln. Ich auf. Aber ihr wackelt euch ja tot hier. Man kann auch das Gitter im Vordergrund nehmen, und wenn man von hier ein bisschen schaut, ist da noch der Turm und da eine Turmspitze. Kann auch nicht sein. Ja. Muss nicht sein, kann nicht sein. Kann man die hier als Ecke nehmen, oder? Du kannst auch den Vordergrund als Ecke nehmen, ja genau. Ich stelle dafür also muss die Gitter scharf stellen, oder? Ja. Dann wird der Hintergrund bei deiner kleinen Blende wird der Hintergrund ein bisschen unscharf, das macht aber nichts. Das ist dann gewünscht. Schau doch mal auf deinem Display, wie das Bild geworden ist, Kevin. Ja, ist ganz gut geworden. Ist gut geworden, perfekt. So, Dankeschön. Also, kann mal einer von euch zwei da den Schatten so irgendwie schön fotografieren? Von oben. Hoch oder quer? Ja, so, dass man halt die... Ich glaube, wenn du zu stark so jetzt in die Richtung gehst, dann sieht man zu wenig von den Strukturen von den Bäumen oder von den Baumstämmen. Wenn du ein bisschen von der Richtung schaust, ja, dann sieht man hier so die Baumstämme ein bisschen mehr. Wir sind jetzt von der Burg rübergelaufen bis in den Tierparkbereich. Und das erste Tier könnte man zum Beispiel diesen komischen Hahn da fotografieren. Wer mag. Was gut funktioniert, sind die Gänse da vorne. Da könnt ihr auch näher ans Geländer hingehen. Ja, das kannst du auch dann rausräumen. Ette macht den Kopf vor und schwimmt. Das ist leer. Das bist du. Alles schön, Raphael. Ja, aber Mami, wir haben auch ein Reh. Wo ist ein Reh? Da ganz geradeaus hin. Ihr sucht das Reh, oder? So, wie hat es euch denn gefallen? Ich denke, das war ja eigentlich ein ganz schöner Tag bis jetzt, ja. Oder? Ja. Euer erstes Mal mit so einer Filmkamera, hat euch das irritiert, dass ihr hinten kein Bild hattet? Ihr habt ja gar nicht gewusst, wenn wir bei dir mal deine Point-of-View-Kamera wegtun, ihr habt ja gar nicht gewusst, was ihr eigentlich fotografiert oder wie es dann ausschaut, oder? Ja. Aber ich habe im Gefühl, das sieht ganz gut aus. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ein bisschen schade fand ich jetzt, dass eben die Kamera hier kaputt gegangen ist. Jetzt probiere ich es nochmal. Aber da tut sich gerade überhaupt nichts. Man hat früher immer gesagt, wenn von einem Film ein Bild super toll geworden ist, dann ist gut. Ja? Also wenn ein Bild dabei ist, wo er sagt, ja, das ist cool, das will ich mir aufs Handy tun, damit ich es herzeigen kann, dann wäre das schon mal ein Erfolg. Bei 2, 3, 4 ist es umso besser.
Okay. Ja, also man darf nicht erwarten, dass alle Bilder was geworden sind. Zudem war es ja für euch das erste Mal mit der Brennweite, mit der Blende spielen, mit ja, auf so viel achten wahrscheinlich. Ja. Ja. Würde ich sagen, oder Kevin, was meinst du? Ja. Ja. Gut, dann machen wir noch ein, wir fotografieren uns gegenseitig. Jeder mal ein Porträt vom anderen und wir sagen schon mal ciao. Und bitte denkt auch dran, mal einen Kanal zu abonnieren, damit auch mehr junge Leute begeistert sind von der analogen Fotografie. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.